So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Teenage Mutant Ninja Turtles Mutanten in Manhattan. So, wir machen das Level Mega Krang. Wir beginnen mit Raphael, es ist eh wurscht. Auf leicht, ja, das passt schon. Der Panzer ist poliert und bereit. Na dann, hauen wir uns rein, würde ich sagen, oder? Viel Spaß mit der Cutscene. Wir haben den kleinen Krang kaum besiegt. Wie zum Teufel sollen wir den Großen am Himmel denn aufhalten? Mit konventionellen Waffen wird das nichts. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Ja, wie Laser. Viele Laser. Und Glück. Viel Glück. Im Ernst. Ganze Wagenladung. Glück in Masse. Wagenladung. Ich stimme euch zu. Ihr braucht mehr Feuerkraft. Ihr solltet zuerst ein paar Schläge ausschalten und ich überlege mir einen Plan. So, diese Droiden da müssen wir jetzt niederhauen, ganz normal. Zack, 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 zack. Die halten jetzt nicht so viel aus, Gott sei Dank. Das Elend der Menschheit. Alter, was geht denn jetzt ab? Komm her da! Los geht's! Das gibt's ja nicht! Eigentlich halten die nicht so viel aus! Ich hab das nicht so in Erinnerung! Weg mit dir! Geh essen! Ulf ist K.O. gegangen! Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen! Oh Mann! Hirnversagen! So, komm, komm, komm! Das ist unglaublich. Okay, gut, wurscht. Geh essen. Ich fühle mich nicht so gut. Ach, Mikey ist K.O. Wir sind nur zu zweit. Das sieht nicht gut aus. So, abgeschlossen. Dafür haben wir ein S gekriegt sogar. Wurscht. So, wenn wir jetzt gleich sehen werden, glaube ich. Glaube ich. Moment. Ihr habt den Krang-Druiden besiegt, aber er funktioniert noch. Vielleicht bringt er euch die zusätzliche Feuerkraft, nach der ihr gesucht habt. So. Sie scheinen noch keine anderen Gebiete anzugreifen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das Feuer ausbreitet. Der Feind hat irgendeine gefährliche Waffe. Ihr müsst sie ihm wegnehmen. Ich schicke euch sofort die Position. Okay. Also wie gesagt, man muss... Zack, weg mit dir. Das hat sich toll angesehen. Diese Krang-Druiden da einfach, ja... Euer furchtloser Anführer hat den Tatort... Eliminieren und dann steigt ein Turtle drauf und dann verwenden wir ihn. So, wohin müssen wir denn? Meine Fresse. Alter, nimm das Scheißteil und auf mit dir. Wieso bleibt das da picken? Es ist so komisch gemacht, wirklich. Es ist so komisch gemacht. Komm mit jetzt. Da eine. Zack. So, holen wir das zweite. Und was da jetzt geht, ist mir wurscht. Ich weiß, dass es da hinten ist. Es wird ja mal angezeigt, um Gottes Willen, bitte. Geh auf da. Mit Gizaki. Da unten ist sie. Komm mit. Komm her. Michelangelo. Danke. Auf da. Meine Güte. Wie ich das hasse. Wie ich es hasse. Wirklich. Es ist so schwachsinnig gemacht. Und wie er komplett abstürzt. Ja, dann geh essen, Herrst. Ah, bitte, könnt ihr den Scheißdreck da jetzt raufholen? Ich hoffe... Na, nicht einmal... Ah, bitte! So, bitte, einen anderen. So, wohin? Da entlang. Komm mit. Das ist
fangen wir noch mal. Ich zuck gleich aus mit diesem Scheißding da. Donnie ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. Könnt ihr diesen? Das gibt's nicht. Wie? Ich hasse das. Wirklich. Warum dreht sich denn alles? So. Du gehst drauf da. Ich errechne eine Chance von 85%, dass ich euch vermöbeln werde. So. Bitte gib mir eine andere Aufgabe, bevor ich da Heubert auszog. Kann bitte wer auf den scheiß Panzer da steigen? Keiner? Meister Splinter hält jede Menge Objekte im Versteck bereit. Schaut mal. Nein, will ich nicht. Oh nein. Die Stadt ist viel schlimmer dran, als ich dachte. Tut etwas, Jungs. Jungs, der Feind rückt in Helikoptern aus. Ihr müsst sie aufhalten. Zerstöre die Kampfhubschrauber, okay? So, Leo schießt eh schon drauf, das ist schon mal gut. Sie haben ihren Angriff gestartet. Schaltet sie alle aus. Meine Güte. Ich versuche den da hinten zu anvisieren. Ich schaff das alleine. Kann ich aber nicht. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt! Es ist unglaublich, wie dämlich das gemacht ist. So, jetzt muss ich warten. Finde ich sehr nett von euch. So, einer ist mal weg. Leo hat ihn weggeballert. Sehr gut, na wenigstens was. So, wo ist jetzt der zweite? Da hinten ist Crank, gut. Da ist er. Das ist unglaublich. Ich habe keine Chance, warum auch immer. Ich habe keine Chance, dass ich da irgendwie was reiß. So, ich mache den jetzt. Wo sind überhaupt meine Kollegen? Das ist unglaublich. Der eine springt da drüben um mich herum. Der Typ feuert nur auf mich. Ja, geh essen, ist mir wurscht. Ich bin langsam aber sicher, bin ich angefressen. Schaut euch das an. Es ist lächerlich. Deswegen wollte ich eigentlich es auch von der KI steuern lassen, weil die KI sicherlich es besser hinkriegt als ich. Wo auch immer die sind. Ich habe keine Ahnung, was der da drüben macht. Jetzt schießen sie auf ihn. Na endlich. Bravo. Bravo. Gessen. Ja. Schick mir meine anderen Roboter. Heute noch. Ich möchte gerne Red Krang möchte ich niederwerfen, Alter. So, zwei weitere, sehr gut. Der dritte kommt auch schon, nein, noch nicht. Gut, wo sind die? Ah gut, einer ist direkt von mir mal. Bist du deppert? Geht's gut. Ich schaff das alleine. Geh essen. Wolf ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. Ist unglaublich. Zack, geh essen. Warum dreht sich denn alles? Ach, Mikey ist K.O. gegangen. Ihr seid nur noch zu zweit. Das sieht nicht gut aus. Ja, gib ihn. Okay, ciao. Zack, da. Sehr gut.
Wer ist noch da? Leonardo ist noch da. Der kämpft da mit dem Roboter gegen ihn. Das ist schon gut. Mikey ist jetzt da. Sehr gut. So, der ist gleich down. Warum dreht sich denn alles? Komm, 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 komm. Bitte, endlich. So, jetzt haben wir drei Roboter. Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Dann haben wir's. So, kommt's zurück. Nö. So, Donny ist drauf, sehr gut, ist violett. Raphael ist drauf, ist rot, sehr gut. So, Mikey sollte auch gleich kommen. Und drauf mit dir, sehr gut. Einen brauchen wir noch, dann war's das. Wir müssen und darauf, okay. So, und es sollte jetzt eigentlich ein Kinderspiel sein. Da sind sie! Da sind sie! Mein Gott! Und hau ihn nieder, und hau ihn nieder, und hau ihn nieder. Und tschüss. So, kommen noch mehr? Ja, natürlich kommen noch mehr. Von wo? Da drüben. Na dann kommt's, gehen wir. Kommt mit, Burschen. Mit euren Superrobotern. Der verliert fast keine Lebensenergie. Das ist unglaublich. So, noch einer, oder was? Ich sehe immer noch Feinde auf dem Radar. Es ist noch nicht Zeit, um sich auszuruhen. So, komm, komm, kommt, Burschen. Kommt, kommt, kommt. Haut's raus, was könnt. Ja, es ist schon leichter. Mit diesen scheiß Robotern. Ich kann mich nicht mehr. Wie weit er mich weghaut. Gegessen. Passt schon. Leo ist K.O. gegangen. Wieso steigst du von deinem gottverfluchten Ding da runter, hä? Weil er in einem Bug drinnen ist, gell? Hundertprozentig. So, komm jetzt. Selbst mit dem macht man nicht so viel Schaden. Na, ein bisschen mehr natürlich, aber. So, ich hoffe, das war jetzt der letzte. Ja, endlich. Und ein S haben wir dafür gekriegt. Das ist eine herrliche Geschichte erst. So, bringen wir meinen letzten. Scheiß Panzer hier. So, es ist voll. Ich brauche aber noch einen, bitte. Ja, 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 ja. Wen interessiert's? Gib mir meinen nächsten Auftrag. So, besiege die Krang-Druiden. Okay. Die Krang machen jetzt ernst. Tun wir sie ihnen gleich. Einen brauche ich nämlich noch. Für Leonardo. Du willst Raketen? Ich geb dir Raketen. Warum dreht sich denn alles? Jetzt. Ah, Raphael. Na, Alter, hört's auf jetzt mit dem Dreck da. Ich bin der letzte Turtle. Ist ja Wahnsinn, hörst, was da alles abgeht. So, einmal kurz in Kreis um die ganze Welt. Und ab geht's. Wenn er solche Freunde hat, was? Danke. Gern nochmal. Mächtige Super-Robo, welcher Laser macht Energieexplosion? Ja, das nimmt ja überhaupt keinen Schaden. Freunde, kommt ihr zurück? Setzt euch auf eure Roboter und bitte macht ein bisschen Gravum, Gravum, Gravum da. Unzerstörbare Energiebarriere. Ultrastarker Ninja-Schmetterer. So, dann hau ich mich auch gleich rein, wenn ihr euch da reinhaut.
Immer schöne Kante drauf, immer drauf. Komm, komm, komm. Sehr gut. Wir liegen eigentlich auch gut in der Zeit, muss ich sagen. Auch warum hat das dann nicht anvisiert? So, da, 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 da. Oh, die Raketen aus, da. Gut, wenn ihn keiner nutzt, dann nehme ich ihn. Unglaublich, was die aushalten, oder? Das ist nicht normal. So, da ist der nächste down, das ist gut. Super starker Niederschmetterer, jawohl, so, abgeschlossen. Und einen S-Rang haben wir auch gekriegt. Naja, okay, gut. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So, Donny, komm zurück, hol dir deinen Roboter, der da liegt für dich. Somit haben wir alle einen. Da läuft er ja schon. Er bleibt davor stehen, er nimmt ihn gar nicht. Nein, er nimmt ihn nicht. Nein, er will ihn einfach nicht nehmen. Ich kann es verstehen. Das nennt man Ehre. Jetzt da. Gut. So, wohin? Kann ich eh schon zu ihm, oder? Ja, wir sind eh schon auf dem Dach. Moment, da liegen diese grünen Dinger. Die nehmen wir uns gleich noch mit. Nämlich das letzte Level ist der Shredder. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Level-Ups. Wenn Mega Crane durch das Portal kommt, ist das ganze Land erledigt. Vielleicht sogar die Welt. Haltet ihn auf. Einen Turtle muss ich dann noch ein bisschen aufwerten gegen Shredder. Das wird dann wieder Leonardo sein wahrscheinlich. Und zwar seine Turtle Time, dass die länger anhaltet. Wird er das? Wird er uns vernichten? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also, wir sind auch größer und wir sind zu viert. Also gleicht sich alles aus. Leo, hast du die Hände gesehen? Okay, das war's nicht. Wenn er wollte, könnte er damit ganze Gebäude. Wieso? Weniger reden, mehr schießen. So, nicht wundern, ich habe einen Cut gesetzt. Ich bin da jetzt zweimal gestorben. Nämlich, wenn der Typ auf ein Haus drauf haut, dann verschwindet es da unten halt in dieses, ja, keine Ahnung, was das sein soll, ein Plasma, würde ich mal sagen. Portal. Weniger reden, mehr schießen. Und wir sind jetzt bei beiden Versuchen alle vier Turtles auf einen Haus gestanden, deswegen tue ich jetzt da ein bisschen da wechseln. Und ich kann da auch gar nichts machen. So, jetzt ist mir der Roboter eingegangen. Soll, aber er ist wenigstens auf mich konzentriert. Wir laufen da ein bisschen um und um. Ich glaube, das wird ihm nicht sehr viel ausmachen. Ja, er schießt auf ihn, schießt auf ihn. Ich bleib mal da hinten stehen. Warte, ich hol das eben wieder. Geht mein Roboter wieder? Jawohl, er geht wieder. Wir fliegen da weg. Ah, es ist eine gute Strategie. So, geht schon. Was soll's? Ich jag einfach was hoch. Wie er mich einfach runterpetzt. Ciao, was macht ihr jetzt da? Nicht schon wieder der gleiche Scheiß. Weg, 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 weg. Jetzt ist mal wieder der Roboter eingegangen. Ja, es ist schwerer. Da ist deine Flieger, Alter. Na bitte, lass mich doch in Ruhe, du Scheißkugel. Hört euch das an? Die hat mich bis zum letzten Ding verfolgt. Na, lass mich sterben. Ich will eh fressen gehen. Habe ich wenigstens volle Lebensenergie. So, meine Herren. Jetzt sind wir wieder alle tot, oder? Na, ja, Donatello hat überlebt, das ist schon mal gut. K.O. gegangen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Lass uns nicht im Stich. Wir
Ich seh schon, so, raus mit dem Michelangelo. So gut durch das und die anderen zwei, ja, so la la la, so ein bisschen Zeit lassen und ja. Ja, bis dahin bin ich auch gekommen, beide Male. Und dann hat er uns alle rausgehaut da. So. Machen wir den normalen Schuss halt. Ist besser als nichts und ich stehe auch im Hintergrund. Jetzt da. Sehr gut. Und wieder rauf. Komm, 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 komm. Nicht aufhören. Bis jetzt funktioniert die Strategie. Jeder auf einen Dach. Das ist gut. Leonardo links, ich mit Raphael und ja, Donatello rechts anscheinend. Okay, er kriegt Schaden, auch wenn ich ihn nicht sehe. Man sieht da, die Trefferschadenpunkte gehen weiter rauf. Mir ist wurscht. Zack, zack. Nein! Ihr sollt ja nicht alle wieder auf einen Ding kommen. Ja, toll. Ja, das ist das, was mir immer passiert ist. Da beginnt er dann mit dem Dreck, so. Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Sehr gut, Michelangelo ist draußen. Oh, sehr gut, Donatello lebt noch. Ich schaff's jetzt, sicherlich, hoffentlich. Komm, komm, komm. Sehr gut. Und weg. Mächtig, 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 mächtig. Zack, 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 zack. Runter da. Und Feuer. Ja, jetzt kommt schon wieder diese Hurensohnkugel. Ah, jetzt ist das Ding wieder kaputt. Schießt auf ihn. Ihr sollt drauf schießen. Schießt auf ihn. Ja, passt. Komm her da. Lass mich. Ich treffe ihn wenigstens. Da sieht man's rechts. Ah, nein! Komm, 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 steh auf und zack, zack, das geht sich aus! Ah, das geht sich nicht mehr aus! Nein! Michelangelo ist down! Ja, ja, schießt auf ihn! Er hat nur noch einen Balken! Komm, 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 komm! Diesmal schaffe ich das! Nach dem herrlichen Cut hier! Und weg mit dir, komm! Rauf, rauf, rauf! Passt schon, Leonardo! Komm, steig auf da. Das ist gut, dass er weggeht. Und geht schon. Feuer. Einfach rein. Jetzt treffe ich ihn nicht. Weg, 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 weg. Oh, oh. Sehr gut. Leck mich doch am Arsch. Ah, die anderen zwei leben noch. Es ist wirklich schwer. Auch wenn es wirklich leicht ausschaut. Vielleicht, es ist wirklich schwer. Jetzt habe ich mich verbrannt. Toll, jetzt dauert es nochmal eine halbe Sekunde länger, glaube ich. Jetzt muss man mal was trinken. Jetzt habe ich nicht geschaut. Und rauf mit dir, komm. Jetzt machen wir ihn. Das gibt's nicht. Ich komm rauf und er haut mich sofort runter. Es ist so komisch, das Gameplay. Bitte, kannst du jetzt sterben? Bitte, jetzt! Endlich! Endlich! Beim dritten Versuch! Okay, das war's. Sehr gut. Hat sich das an wie viele Punkte?
Oh, Gott sei Dank, wir kommen ins nächste Level und das ist der Shredder und das ist auch das letzte Level. Ich sag gleich jetzt hier gleich dazu, es wird auch ziemlich lange. So, Statistik, ich habe ein S gekriegt. Ehrlich? War gut, mir ist egal. Mit zweimal sterben und hin und her. Mir ist wurscht. So, Amulette, wen interessiert's? Zeig uns die Schlusscutscene bitte. Viel Spaß damit. Erdwindslinger, das ist nicht das Ende. Die Rache ist mein. Irgendwie! Tja, das hässliche Großmaul ist futsch, aber das große Loch nicht. Was zum... April, was ist da los? Ich registriere hier seltsame Werte, Donnie. Das Portal reagiert auf das TCRI-Gebäude. Und die Spannungswerte gehen durch die Decke. Da will wohl einer einen Energieimpuls erzeugen, um die Stadt zu zerstören. Wir müssen da hoch. Und zwar schnell. Gut gemacht, Leute. Jetzt weiter zum nächsten Bereich. Ja, danke. So, Level. Und zwar der letzte. Die Entscheidung wird euch noch leid tun. Oh, das glaube ich nicht. So, Charakter. Wir nehmen Donatello. Und wir machen noch eine Turtle-Ausrüstung. Also ich rüste einen weiter auf. Und zwar würde ich vorschlagen, dass ich Leonardo halt, und zwar die Turtle-Zeit, weiter raufhaue, wenn das geht. Okay, ein Level ist besser als keins. So, wir lassen das nämlich auch so. Der Feuerregen, oh, wird auch Zeit. Das passt. Stufe maximal, Turtle-Zeit. Okay, 5 Ränge ist das. Das ist anscheinend das höchste hier. Maximalstufe, okay. Das geht nicht mehr. Der Drehhieb auch nicht mehr. Da brauche ich mehr Punkte dafür. Jetzt habe ich nur noch 1234. Aber Leonardo ist topfit. Wenn es wer schafft, dann er. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part, der letzte Part von den Turtles dann. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Du hast den Test mit Frau Wurbestand?